Alles klar, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Hi, heute schauen wir uns eine weitere Leonie Juni 2023 an und das Tortenstück. Wir kennen auch alle die Torte, also als ganzes Teil. Ich habe uns. Ja, nein, andersrum. Ich habe mir jetzt noch was zum Trinken dazu gemacht, weil es einfach mir zugehört und was zum Essen, aber keine Torte, sondern einfach nur. Brötchen mit blauer Limonade und das ist alles. Keine Torte. Irgendwann ist es auch mal wieder gut damit. Aber rein theoretisch wäre es natürlich schon passender, da jetzt auch noch eine Torte liegt zu haben. Aber ich dachte mir, nö, ich mache jetzt alles kaputt damit. Und genau das habe ich jetzt damit hoffentlich geschafft. Und jetzt. Schauen wir uns mal den Vorgänger davon an, die ganze Torte. Also der Vorgänger vom Tortenstück ist ja die ganze Torte, ne? Einfach nur, damit es im ganzen Kontext nochmal, da fehlt es eine Kerze im Moment. Da ist die, ich sehe die, ich sehe die, da ist die, da ist die, da ist die. Anleitung. Flamme. Moment, gleich. Jetzt. Was war denn damals für eine Werbung da? Keine Werbung. Auch hinten nicht drauf. Nö. Ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet. Ich glaube 12,99 €. Dafür ist der natürlich ganz schön klein und auch nicht so perfekt. Da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Jetzt kommen wir zum Tortenstück. Das ist größer. Das hat so seine guten Gründe. Ich muss dazu erst mal ein paar Sachen rausholen. Bevor ich das aber tue, gehen wir jetzt mal auf die neuen Teile drauf ein. Wir haben Teile-Highlights und möglicherweise Teile-Neuheiten. Also diese ganz großen langen Slopes, diese zweimal weiß ich nicht, 8 oder 10 oder so. Das ist ein ganzes Teil. Wie geil ist das denn? Also, bitte. Besser kannst du nicht laufen, oder? So sieht es runter aus. Die Farben haben alle einen Sinn. Das kommt gleich auch noch. Jetzt kommen wir gleich zu weiteren Teile Neuheiten. Klar, war es natürlich erstmal anstrengend, das, weil ich es nicht hindrücken konnte. Darum, ja, aber es geht, wenn man sich ein bisschen Zeit für lässt, dann kann man das schon machen. Und diese beiden Hälften beim Aufklappen gehen zusammen. Nochmal, diese beiden Hälften gehen zusammen. Alles klar, kann man das jetzt auch aufklappen? Nein, kann man nicht. In Ordnung, kann man es dann wenigstens auf die Seite legen? Hä, was für eine Seite denn? Sag mal, was ist eigentlich nur schon wieder falsch mit dir? Ja, in Ordnung, damit kann man es machen. Aber bevor wir das tun, erstmal. Ich habe schon getan, ich weiß, aber. Achso, Kreativ hat auch gestern Legonite Juni 2023 gezeigt, aber das Set habe ich schon gesehen, interessiert mich aber überhaupt nicht. Es ist mir egal.
Kammer hier Figuren drin gehabt. Nein, da ist nur eine Figur. Ist das ein schlechter Witz? Nein, das ist mein Ernst, da sind zwei Figuren drin. Da ist nur eine Figur. Und das für, weiß nicht, 3 € Unterschied oder so. Zudem ist es auch noch, es soll ein Tortenstück sein und ist die ganze Torte. Und vor allem, im Tortenstück ist dann noch so ein ganzer Kuchen oder eine Torte oder was es sein soll mit drin. Das finde ich echt cool. Auch mit so einem Flämmchen noch drauf, also passt ja alles zusammen. Luftballon im Stiel, da ist noch die, weiß ich nicht, Mutter, Schwester von so einem Geburtstagskind drin oder so, ich habe keine Ahnung. Und da ist noch ein bisschen Deko drin, ein paar Sterne und so ein Wolkenteil, was auch in ein oder zwei weiteren Lego-Exklusivsets gibt, von denen, woran ich überhaupt kein Interesse habe, darum habe ich es auch nicht, werde ich auch nicht. Das zweite neue Teil ist diese imitierte Fliese, die hat Noppen ringsrum dran. Kriege ich natürlich jetzt nicht wieder ab. Ja, wie denn auch? Ach, ich habe ja einen tollen Mega-Teile-Trenner. Den nehme ich jetzt. Hat sich die Figur gelöst? Keine Ahnung. Obwohl die ganzen Luftballons im Stiel löst sich gerade auch. Raus damit. Da ist die Fliese. Fliese mit Noppen dran. Beim Bau dieses. Ach so, weiteres Teile-Highlight. Moment, das dritte Teile-Highlight. Ist da ist eine schwarze Zweiachse drin. Das kann man so ein bisschen durchsehen. Das Schwarze da. Ich find's einfach nur geil. Ach, den Kuchen hole ich jetzt auch noch mit raus. Voilà. So. Das ist der Kuchen. Er hätte besser darauf gepasst. Ist aber nicht. Egal. Ist nicht schlimm. Ich find's total in Ordnung so. Bei den Konfetti-Sachen, da habe ich überhaupt nicht auf die Angriffspunkte geachtet, weil es mir so egal ist. Es ist eh nicht so perfekt. Vor allem. Ja. Und dass es da rot sein muss, das liegt einfach daran, dass man es so schön sehen kann. Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Natürlich sind da rote Kirschen mit vorne dran und Spitze. Das ist bei Schwarzwälder Kirschtorte ganz, ganz normal. Das muss so sein. Und die Figur kann man runternehmen. Und die hat auch klappbare Beine. Diese Figur hat aber keine klappbaren Beine. Weil gestern im Video da habe ich einen Kommentar bekommen, ich soll die Figur mal wo raufloppen, damit man die besser zeigen kann. In Ordnung, das mache ich jetzt. Ich nehme mal die beiden Kopfbedeckungen ab, damit wir uns den hinteren Teil davon besser anschauen können. Das ist die Figur, die gerade eben noch in der Torte drin war. Die Figur ist Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind ist größer als. Ach so, Wendegesichter, bevor ich die Kopfteile wieder drauf tue, gibt's ja keine, aber ist doch egal. Passt doch so. Versteht ihr jetzt mein Problem? Oder ist es deine kleine Schwester? Ich weiß es nicht. Moment.
deine Fliese irgendwie gelöst. Ich weiß nicht warum. Irgendwas, keine Ahnung. Egal, weiter. Beim Schlitten, da ist noch so ein Geschenk hinten drauf. Das ist aber keine Jumperplay, das ist einfach nur so direkt drauf. Moment. Und das erste, was ich getan habe, als ich tue das Ganze mal wieder rein, erstmal die Figur da hinten wieder mit rein. Achso, da sind ganz viele Steine drin, die halt eben nochmal an den Seiten haben und darum ist es auch so möglich. Ich weiß nicht mehr genau, wie rum das Ganze da platziert war ursprünglich. Ich mache das jetzt einfach irgendwie wieder rein. Da irgendwie der Luftballon noch wieder mit rein. Dann kann ich es aber nicht zuklappen, meine Noppe weiter nach hinten so. Genau das erste, was ich getan habe, nachdem ich das gebaut habe, war. Das ist das Erste, was mir beim Bau des Tortenstücks passiert ist, dass mir die Kerzen ständig am Anfang, als ich die Kerzen gesetzt habe, sind mir eine Sekunde drauf ein paar erstmal wieder runtergefallen, muss ich erstmal ewig lang suchen. Und die Verpackung gibt an, dass wir es auf die Seite legen sollen. Das ist auch das Erste, was ich getan habe, nachdem ich damit fertig war. Auf die Seite. Also aufklappen auf die Seite und dann runterrollen lassen. Die Seite, wo die Kerzen sind, genau. Da sollen wir auch das so machen. Ich mach's jetzt das zweite Mal und es hat auch beim ersten Mal schon geklappt. Achtung, Spaß! Und jetzt probiere ich es auch noch auf die hoppala andere Seite aus, bis da auch geht. Jo, ist ein bisschen geschlittert, aber ist doch egal. Nochmal. Funktioniert. Zweimal da, zweimal da. Perfekt. Jetzt mache ich das wieder zu. Den Schlitten bekomme ich dann nicht mehr mit rein, weil es einfach zu eng geworden ist. Da ist schon alles voll. Der Schlitten mit dem Geburtstagskind muss halt einfach extra irgendwo irgendwie mit da rein in die Verpackung. Aber ist mir dieses Set jetzt überhaupt die 15 Euro wert? Also 14,99 € hat es gekostet, das Tortenstück. Der steht da so drauf irgendwo. Ist es mir jetzt das Geld wert? Oder haben wir hier eine Enttäuschung? Neuheit, Enttäuschung. Ich weiß nicht. Schau mal. Also, wir haben hier Minifiguren. Da nicht, weil es nur eine Minifigur ist. Und wir können es aufklappen. Können wir damit nicht machen. Das können wir auf die Seite legen, wenn es aufgeklappt ist. Das kann man nicht auf die Seite legen, wenn es aufgeklappt ist, weil man es nicht mehr aufklappen kann. Also, das kann man auch so nicht auf die Seite legen. Ja, sonst genau das passiert. Also habe ich jetzt das Gefühl, es war eine gute Idee, sich das Ding anzuschaffen. Oh ja, es war eine echt gute Idee. Also, also ich habe so meinen Spaß damit. Auch diese Optik da mit dieser Schokoseite finde ich einfach nur genial. Das ist so übers Eck. Das sind Haufen so 1x1 Bricks mit Noppen an beiden Seiten dran und auch so 1x2 Bricks mit Noppen an gegenüberliegenden Seiten. Ich glaube, 1x1 war es auch so, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war noch so 1x2, so zwei hohe mit Noppen an allen Seiten dran, nur nicht hinten. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ist doch egal. Auf alle Fälle, wenn ihr euch ärgern wollt beim Bau,
Dann baut einfach die Schokowelle und die Deko da oben. Das ist ärgerlich. Und dass die Kerzen ständig runterfallen, ist auch doof. Und vor allem das Konfetti genauso hinzubekommen, wie es in einer Anleitung abgebildet ist, ist auch nicht so einfach. Aber es geht. Wenn man sich ein bisschen konzentriert und Zeit lässt, dann geht es schon. Klar, sind die 1x1-Dinger da jetzt nur im Stehen verbaut, die runden weißen und sonst nirgendwo anders. Dieses Kind hat halt eben im Winter Geburtstag oder es hat nichts mit Schnee zu tun, sondern einfach nur, um halt eben, ich probiere es mal auf Muster aus. Es geht auch auf Muster! Wie geil ist das denn? Und jetzt schauen wir uns noch an, was auf ZDF besser, was Sturmwaffel für geile Sachen heute hochgeladen hat, was der so essen tut. Und es sind so 2x2 Slops in Braun. Und das, die langen da, sind so 2x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. 2x8 Slopes in Braun. Einfach nur geil. Keine Noppen. Perfekt. Nur oben sind Noppen drauf. Aber das ist auch ganz gut so. Da kann man Minifiguren draufstellen. Und. Moment. Ich sehe jetzt gerade erst, da wäre es ein besserer Vergleich. Ich hole jetzt erstmal alles raus. Jetzt haben wir hier auch mehr Platz. Ich mache da mal das eine Bein da hoch. Ah, das stimmt, es geht ja nicht, weil es ja. Ich kann die doch auch irgendwie da drin nebeneinander hinstellen, oder nicht? Ich versuch's mal, jetzt habe ich da die Haare durcheinander gemacht. Also nebeneinander ist schwierig. Ich versuche es mal wieder auf ein Tortenstück. Ich mache da mal eine Kerze und so ein Konfettiteil da weg. Damit wir sagen können. Das ist die Schokoladenseite von Figuren, oder? Und ich finde es einfach nur genial, auch von Proportionen, wie es da so von Trennart, ich meine vom Spaltmaß ineinander übergeht, einfach nur geil. Klar sind da ein paar fiese Ecken, aber ist doch egal, es passt doch. Ist doch in Ordnung so. Und. Selbstverständlich wird es auch wiederum nicht ausreichen, weil ich das nicht genau genug und noch nicht lang genug gezeigt habe. Aber das ist mir auch egal. Ich bin glücklich mit diesen Dingen da und die kann man auch irgendwie reinnoppen. Also, ach so, eine gute Sache darin ist, dass man mit Haare. Eine gute Sache daran finde ich ist, dass dieses Mädchen keine verschmierte Fresse hat wie die Fahrerin gestern im Rennauto, die ja echt nicht ordentlich ausgeschaut hat. Darum bin ich gut, dass sie ihr Gesicht gewaschen hat. Das finde ich gut. Ich meine, ich finde es an sich auch total in Ordnung, wenn Menschen sich schminken, aber wenn die das für andere tun, dann auch in Ordnung. Aber wenn es dann nur um Abhängigkeit geht, dann, also wenn es dann nur um darum geht, einen anderen, für einen anderen schön zu sein, dann wäre es echt besser, sich vom anderen zu trennen, weil es einfach ein Trennungsgrund ist, in meinen Augen. Und außerdem würde ich mich auch nur auf Menschen einlassen, die mich so lieben, wie ich bin. Und nicht, weil ich mich anders gestylt habe.
Natürlich ist es gefährlich. Das ist ja kein Wunder, dass dann so schlimme Sachen passieren. Darum bin ich auch so froh, alleine zu sein, weil ich einfach. Ach so, Aufkleber gibt es da auch noch in Anleitung. Das machen wir am Samstag zusammen. Aber morgen freu ich mich erstmal auf das Aufbauvideo. Ich kann es nicht abwarten. Ich will das Ding jetzt endlich aufbauen, aber ich muss es morgen machen. Schade, egal. Ist verschmerzbar. Weil es weh tut. Aber ich muss warten. Ja, egal, dann ist halt eben so. Schade. Aber Samstag bekleben wir das und den Landy zusammen, weil es hier jetzt nur ein Aufkleber ist und es ist auch kurz genug. Und dann, ach so, ich habe noch eine Playlist für die Woche bis vom Montag vom Bugatti bis morgen zum Aufbauvideo, worauf ich mich, wie gesagt, schon so sehr freue. Erstellt, die nenne ich Mofa, Montag bis Freitag. Lego Neuheiten Juni 2023. Das Tortenstück ist eine Neuheit, ist eine gute Neuheit, es hat Funktion, es kann man aufklappen, es hat Figuren. Das nicht, es hat nur eine Figur, aber das hat Figuren, also mehrere Figuren, ja, und sogar noch einen kleinen Kuchen mit drinnen. Und damit kann man spielen. Also die drei Sachen, die er nicht hat. Es hat keine Figuren, sondern nur eine Figur. Und dafür mehrere Aufkleber. Das ist aber kein. Es gleicht sich damit nicht aus. Das ist das dadurch noch schlechtere Set, meiner Meinung nach. Denn das dieses Set. Wie alt ist die Skin überhaupt geworden? Happy Börschle. Da sind noch mehrere von diesen Wolken. Da sind zwei von diesen Wolken am Ende. Davon, wovon nur eins verbaut ist. Ach so, das sind Wolken vorm Teil, nicht so wie im Jahr der Hase am Dienstag. Heute ist Donnerstag, ja. Wo die Wolke eben gebaut wurde, ist halt eben so ein Wolken vorm Teil. Nur zur Info. Das werten wir nicht, das nehmen wir so an, wie es ist. Das passt so. Und ja, zu Ostern haben wir auch schon die Teile von Luftballon gesehen. Und wenn ich die Neuheiten gefallen, ach so, das Titelbild wurde eben nicht so geil, weil. Es heute gewittert, es ist schlechtes Wetter, es ist schwarz draußen. Ich bin froh mit dem Licht, was überhaupt noch an Tageslicht reinfällt, so durch die Wolken. Darum bitte ich euch sehr um Verständnis, dass das Bild so Schrott geworden ist und das Bild hier auch ziemlich nebelig, weil es ja einfach echt schwierig ist. Und vor allem nebelig, weil es immer noch heiß ist. Ich habe da Smartpulver rein. Ich wollte ein Video erst machen, wo ich ja halt eben unterschiedliche Milchriegel teste, aber ich habe es sein gelassen, weil es einfach viel zu. Ich habe noch nicht alle Hersteller und also Hersteller von diesem Milchriegel, darum dachte ich, ich lasse es einfach weg. Ich habe jetzt einen so einen ganzen Kinderriegel, die gibt es auch einzeln zu kaufen, die sind noch ein bisschen länger. Kosten natürlich aber auch mehr. Wenn man diese Schachteln kauft, dann sind die ja kürzer. Wenn man die noch größere Schachteln, also noch dickere Schachteln kauft, dann sind die noch mal einiges kürzer, wie bei, also zu den ganz restlichen Sachen. Wir reden morgen noch ein bisschen weiter, wie es mit den Videos hier weitergeht. Bis dahin erstmal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr euch zwischen den beiden entscheiden wollt, aber nicht könnt, dann helfe ich euch jetzt dabei, nehmt das neue Set, weil es besser ist. Und ihr wollt einen ganzen Kuchen haben? Ihr habt doch einen ganzen Kuchen da drin. Auch wenn es nur zwei, insgesamt vier Steine sind oder fünf? Eins, zwei, drei, vier Steine, fünf Steine sind es, ja genau. Trotzdem, also zwei braune und ein hellbraun, also ein sandfarbenes, ein weißes und so ein durchsichtig orangenes. Trotzdem, ich finde es trotzdem total in Ordnung. Achso, beim Kuchen, da war, glaube ich, noch so ein drittes, was hinten beim Schlitten verbaut wurde, von diesen Düsen da. Also 1, 2,
drei und oder war es auch so in so eine Blütenform? Ich glaube nicht, aber egal. Ach so, nein, da an den Säulen, da waren auch noch so Platten oben und unten nur jeweils verbaut. Das hat einfach nur den Hintergrund, damit das damit besser optisch zusammenpasst. Und da in dieser Ecke ist auch sowas. Habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt mal so ein 2x2-Slope ab. Nö, das kann man da nicht sehen. Das ist so verbaut. Aber ich finde es echt schön gemacht. Und es ist auch genau richtig so. Muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt die Dinge nicht schon wieder verdrehe. Ich habe die versucht, einigermaßen gerade hinzubekommen. Das ist nicht einfach, aber es ist gebaut und es ist gut. Das gefällt mir sehr. Und Angriffspunkte sieht man jetzt. Ja, und das ist doch egal. Also Teile-Highlights, wie schon gesagt, die langen braunen Slopes, die schwarze Zweiachse und was war das dritte Teile-Highlight? Was ist da drin? Vielleicht das Forken von. Nein, das war nicht das Highlight. Das, das und noch was anderes. Genau, Teile-Highlight, diese langen Slopes, die schwarze Zweierachse und diese Fliese da drin. Das sind die drei Teile-Highlights. Und Spiel funktioniert das Ding auch noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann. Keine Ahnung, macht was ihr wollt, tobt euch aus. Wenn ich die Figuren immer noch nicht ordentlich gezeigt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Dann wird es auch nicht besser dadurch, weil ich es nicht kann. Und heute ist es wenig Licht. Die Wolken sind dunkelgrau. Ich habe Glück, dass überhaupt noch Licht reinfällt. Darum tut es mir sehr leid. Morgen machen wir Aufbauvideo. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss. Und ich esse jetzt mein Schokobrötchen und ja, das Blaulinolade, wisst schon. Und das, ich habe auch einen Short zur Linolade, schaut es euch bitte an. Ich verlinke es euch in die Videobeschreibung, es ist sehr wichtig, damit ihr dazu geupdatet seid. Und mein Maßpulver, Kinderriegel und auch, da war noch so ein Sandmännchenriegel noch mit drin. Jetzt passt es bestimmt, oder? Ja, ich esse es jetzt mal. Ich schau mal, ob das jetzt nicht genug ist. Ja, Schokozeug aus rum, das setzt sich immer ab, obwohl ich das schon, als ich es heiß rein habe, die ganze Zeit gerührt habe. Das wird natürlich auch nicht besser. Aber ja, egal. Es wird schon passen. Bis morgen zum Aufbauvideo. Dazu werden wir dann auch noch ein bisschen reden. Ja, und der Jada seit 1999 kostet, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe die Anleitung da gehabt, wo die anderen Lego-Neuheiten Juni 2023 drin sind, die wiederum da drin in die Kiste drin sind, wo meine ganzen Lego-Anleitungen drin sind. Und ich habe nicht gewusst, dass ich den Zettel damit rein habe. Ich habe es aber nicht darauf geachtet, darum habe ich es vergessen und habe es dort noch gefunden, zum Glück. Bis morgens mal auf Video. Megateiltrainer hat uns geholfen. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle. Mega ist ja das Update zu Lego, wenn es ein Kobi weniger Klemmbaustellen, mehr Modellbau ist. Ist so. Und bis morgens mal auf Video. Ciao.